nicht, Gangs, das geht nicht. Santander und Kaspersky sagen, haben was dagegen. Kann mir einen anderen Autos auch anschauen. Testgelände. Welches Mount? Ja, vom kopflosen Reiter. Das habe ich nie bekommen hier. Und habe extra meine ein paar Accounts aktiviert, dass ich mehrere Chars habe und das farmen kann. Aber ja, droppt halt nicht. Schauen wir uns mal, wo ist denn hier Martini? Wo ist denn Martini? Da. Jetzt, ne, wenn wir jetzt zurückgehen, haben wir es noch nicht da, oder? Ich glaube, ich kurz reinladen. Kriegen wir das auf dem Startbildschirm auch? Hey, direkt rausgeflogen. Wieso denn? Na, nee, nicht das WoW sucht die. Ich habe ja seit September 2013 nicht mehr gespielt, du. Ich habe Pause gemacht. Willkommen bei Formel 1 2014. Und habe gestern erst wieder ein paar Sachen aktiviert. Das ist aber so viel zum Einstellen wegen dem ganzen Patch. Also seit September 2013 nicht mehr gezockt. Mehr oder weniger, ja. Also ist da schwierig mit Suchti. Da ist ja der rote Bolle. Servus TV, grüß dich. Stimmt, das mit Williamson Zeitfahren ist ein Bug. Das habe ich gelesen im F1-Ding, gell? Beim Mod stand es doch dabei. So, mein Guter, ich gehe ins Bett. Da kann ich bestimmt auch noch ein paar Runden drehen, bis die Tage du. Alles klar, Epic. Merci fürs Dabeischauen. Bis zum nächsten Mal, Bro. Und viel Spaß mit deiner Perle, wie du sie nennst. Was? Schweiz nehmen wir? Schweiz nehmen wir. Ich möchte es mal sehen im Titelscreen, das Teil, das Auto. Ja, aber wieso kriegen die das denn nicht hin? Das mit dem Bug verstehe ich nicht. Kriegen doch alles hin, so. Aber es wegen der Mod, gell? Nicht wegen dem Spiel selbst. Da ist er ja, schau. Da ist er ja. Der Schmutzige. Sauber. Schade, dass es keinen Sinn Showroom gibt. Ich glaube, den kann man sich gar nicht anschauen hier. Ja, nee, Fox. Und da ich jetzt das Add-on dann kommt, muss ich halt einiges, keine Ahnung, sortieren, machen, tun. Und dachte ich mir, ja, machen wir es jetzt schon da zu Halloween, ja. Kann man ja probieren ein paar Mal. Und das mache ich halt dann vor oder nach dem Stream. Also habe ich gestern das erste Mal gemacht. Klar hast du eine Chance gegen mich, du. Ich habe ja keinen Plan von dem Game. Ich habe doch erst letzte Woche angefangen. Und habe mir jetzt innerhalb von, was weiß ich, 7 Tagen oder so versucht, hier die ganzen Strecken zu merken. Und das, mein Kopf ist so voll und so leer dadurch, also ich krieg nichts mit. Und mit dem 2 Stunden Pen jeden Tag ist das sau anstrengend für mich, aber hat einigermaßen gut geklappt. Also gegen die PCs zumindest, gegen echte Spieler habe ich gar keine Chance. Hat man ja vorhin gesehen. Ist halt so, ich kann gerade vielleicht die Strecke fahren, die ich aktuell gefahren bin, aber jetzt Brasilien auch nicht und Austin auch nicht. Also das, da habe ich so viele Kurven noch falsch, fahre ich da. Hat Sauber nicht auch einen Mercedes-Motor? Was haben die denn für Motoren? Was gibt's denn hier im Szenario zu machen? Natürlich schwer. Gibt's irgendwas auf... Singer, gibt's irgendwas im Trockenen?
Was? Bitte was? Gewinn ein Rennen von Startposition 17. In Japan. Naja, gut, das habe ich ja eigentlich geübt vorgestern. Oder so ähnlich. Ach, sauber den Ferrari-Motor. Ah, das ist ja kacke. Ach, sauber. Ferrari. Aber ich kann Suzuka besser als Malaysia. Ja, fahr sicher durch den Regenguss. Spinnst du? Regen, er rast dich wieder aus. Ich habe ja vorhin Rage Quit gehabt, weil ich immer nur im Regen fahren musste. Ach so. Siebzehn, boah. Man kann aber nicht Gold holen, wenn man auf leicht stellt, gell? Man kriegt ja nur ein anderes Ding. Ach, das sind verschiedene. Ach, das sind. Ach so, ich dachte, das sind immer die gleichen. Es sind die gleichen, nur verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ach so, das sind andere immer. Lol. Kannst du. Aber nur wenn ein gutes Setup passt und im zweiten Sektor vernünftig durchzukommen. Ja, mit viel Downforce sind die Red Bull-Kurven. Meinst du die schnellen Rechtskurven? Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich kann, also für mich. Ach, das sind verschiedene. Ich dachte, das sind eine. Ja, dann fange ich doch mit dem Leicht an, oder? Scheißegal. Fange ich mit dem sehr Leicht an. Fangen wir mal ein bisschen die Szenarien einfach anzuspielen. Weil in der Karriere haben wir wieder Regenrennen, da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Der Kampf um Platz 3 könnte hier in Melbourne auf den letzten Millimetern entschieden werden. Der Red Bull-Fahrer liegt vorn, hat jedoch mit Reifenproblemen zu kämpfen. Der Ausgang ist völlig offen. Nicht lenken, wieso? Hallo? Was ist denn? Muss ich wieder resetten hier? Scheiße. Hier rausgeflogen, nochmal resetten hier. Muss da einmal resetten. Dann muss ich wieder zurückstellen. Auf 1, auf 1, 2, 5 und dann geht's wieder. Muss ich immer machen, wenn ich rausfliege aus dem Spiel. Okay, aber es sind ja andere Strecken, wie ich sehe. Also andere Aufgaben meine ich. Können wir auch machen, dass wir die ganzen Szenarien einfach angehen. Wow, was ist denn hier so wackelig? Boah, wie der pfeift, hey. Gottes Willen. Pfeifen da. Spinnst ja. Da ist mir der 2500 Watt Staubsauger lieber. Was ist mit dem Reifen überhaupt los? Haben wir ja gerade gewechselt oder nicht? Bin ich der Nico oder was? Thank you.
trotzdem nochmal anschauen, auch welche fahren sind am besten, die Anikoi. Hört ihr das Pfeifen, das klasse Pfeifen? Aber es ist für jede Schwierigkeitsstufe ein anderer Rennen, ja? Habe ich richtig verstanden? Was ich halt jetzt vorhab generell, ist für halt jede Strecke halt, keine Ahnung. Es werden dann 24 Strecken von 19. Fehler bei der Reifenstrategie haben Red Bull auf den letzten Metern des Rennens einen Platz auf. Und dann für jede Strecke halt noch üben, ein, zwei Stunden. Setups probieren, jede Strecke, bis ich es ja kann, aber es dauert ja Jahre, bis ich alles kann. Kann man hier irgendwie. Kann man hier irgendwie, sind nur Bronze hier? Oder ist, kriegst du generell bei dieser leichten Ding nur Bronze? Ist ja Bronze, Silber und Gold, genau. Oder Platin sogar. Also bei sehr leicht kriegst du immer nur Bronze, schätze ich mal. Oder musst du mehr überholen. Ich dachte, es wären nur 5 verschiedene Szenarien, jedes Mal ein anderer Schwierigkeitsgrad. Hatte ich oben geschrieben, warte. Ja, genau. Sehr leicht ist Bronze und leicht ist auch Bronze. Mittel und schwer sind Silber und sehr schwer ist Gold. Okay. Danke. Spanien, oh Gott, wie war das nochmal? Also Abu Dhabi bin ich ja noch nie gefahren. Und Sao Paulo habe ich vorhin gelernt, also Abu Dhabi fehlt mir noch eigentlich. Vielleicht sehen wir heute eine Neuauflage des großen Preises von Spanien 2012. Der Williams liegt vorn. Ich kann mich an Spanien gar nicht erinnern, hey. Das unwiderstehliche Tempo von Publikumsliebling Fernando Alonso reichen wird. Was war denn in Spanien nochmal für eine Strecke? Wow, was war denn hier nochmal? Spanien. Also noch kann ich mir nicht stecken hier, dann ist immer so, wenn man so übermüdet alles fährt, hey. Dann lernt man das halt. Kurzzeitgedächtnis, in zwei Stunden dann fährt man. Ach, hier geht's hoch, genau. Hier geht's hoch und dann geht's nach rechts, glaube ich, ins 5. Gang. Shit, man! Ja. Kann man hier einfach nur neu starten oder muss man hier irgendwas auswählen? Erste Kurve, 4. Gang. 1, 2, 3, 4. Aus dem 5.